Guckmorgen Jungs und andere, die GTRP Einreise lieben. Ich liebe das. Ich liebe das. Back with another note. Help! Help! Help me! Help! Ich liebe das. Give me. Ich liebe das. Why the hell would I take a test? Come on, man. Anyway, genießt, wie unhöfliche RP-Spieler noch unhöflicher werden. Like, Abo, Wasser trinken und natürlich Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung kommentieren. Henry! Oh, das ist motherfucking cool. Ihr fragt euch, yo Henry, wie kannst du gleich so cool und gleichzeitig so verschwitzt sein? Ich weiß nicht, Digga. Ich glaube, ich schwitze einfach viel. Ich glaube, ich stinke einfach und bin unhygienisch. Ich habe heute keine Idee, was ich mache. Ich sage ehrlich, ich werde ein bisschen mit meinem Voice mal wieder rumspielen. Oh, mit Like und Abo nicht vergessen. Like und Abo nicht vergessen. Like und Abo nicht vergessen. Was ein litter Song, Digga. Absolut nicht so wie jeder andere 5M-Server. Man muss sich einfach mal beschweren. Hier bin ich. Back again. Gurke. Oh. Scheiße. Scheiße. Ich habe mich aus dem rausgehauen. Wissen Sie, wie ich zurückkomme? Ja, mein Admin oder so. Was ist denn ein Admin? Oder ich wollte dir gerade nur helfen, okay? Bist du das erste Mal hier? Nein. Wie kann ich mich umändern? Du kannst gleich zum Laden fahren. Kommen Sie! Ich komme! Hier. Yeah. Ah, da. Hi! Ich muss deine Haare, glaube ich, noch machen. Entschuldigung, Sir, ich bin gerade noch da beschäftigt. Ich glaube, mit Augenbrauen bin ich fertig, oder? Sehen Sie meine Augenbrauen? Ja, da ist was. Das Ding ist, also als ich in dieses Land gekommen bin, stand da, dass wir kein Gespräch führen müssen. Seit heute gibt es auch Gespräche. Das muss aber noch geändert werden. So, als Frage, kann man das Gespräch zu zweit machen? Sie beiden mit mir zusammen? Nein. Ja, ja. Alleine. Oh. Bitte, seien Sie nicht so uncool, komm schon. Nee, zusammen geht das nicht. Allein oder gar nicht. Ja, so sieht auch dein Sexleben aus, allein oder gar nicht. Bist du respektlos? Sorry. Ich folge dem starken, seriösen Mann. Sind noch nicht fertig, ne? Sie müssen sich noch zu Ende umziehen, die Arme müssen in Ordnung sein, machen Sie das eben, ja? Achso, soll ich das jetzt noch schnell ändern? Ja, ja, genau. Alles klar. Will ich in den Server rein oder mache ich schon in der Einreise kaputt? Die Fragen, die ich mir gerade stelle. Digga, was steht denn oben links? Mein Job ist Geringverdiener. Minuspunkt dafür, dass Sie gelogen haben. Ah, seit heute haben wir das. Ja, das sind die, was Sie meistens sagen. Das ist, was Sie meistens sagen. Lügner! Ding. Ja, heb mal deine Arme hoch. Wie geht das nochmal? Mit dem Haarmuskel. Ah, okay. Nein, umlassen. Ja, da musst du doch mal deine Arme ändern, glaube ich. Nein, ich glaube, das passt so wirklich. Schau mal, wer läuft mit Hände oben, sind wir ehrlich. Machen Sie mal Ihre Hände noch. Okay. Drehen Sie sich mal bitte um. Und Hände hoch. Nee, komm, wir sind kein Gesangsverein. Ich kriege nicht so oft die Arme hoch, wissen Sie, ich bin ziemlich schwach. Ja, da müssen Sie einmal nochmal die Arme ändern, ne? Okay. Ich bin langsam hier geistig eingeschränkt. Arme ändern, Digga, ich ändere einfach den Torso. Nimm mich, das da kaufe ich. Digga, ich werde arm. Ich muss langsam betteln, ich sag's dir ehrlich. Was soll denn der Scheiß? Wir haben gar keine Kleidung, wo du nicht die Arme heben kannst. Nun können Sie mir gar nichts mehr. Ah, um die Arme zu verdecken. Dicker eingepackt, das alles andere. Machen Sie mal die Arme hoch. Sehen Sie. Nein, das ist clean. Sir, ich kann nicht noch mehr Kleidung drauf, das ist schon warm. Geben Sie mir zuerst mal den Ausweis, wir gehen jetzt nicht so stark. Hey, ich wäre vorsichtig, ich bin einen halben Kopf größer als Sie, also wie klein sind Sie dann? Ja, wenn du gehst, höre ich die Gnome-Musik. Wollen Sie gleich, dass Sie die Einreise abbrechen, oder wie? Nein, Sie haben mich beleidigt, meine Größe, hallo, ich lasse das natürlich nicht auf mir sitzen. Ja, beleidigt habe ich gar nichts, ich habe nur, dass die Gene nicht so stark ist. Sie sagen, meine Gene sind schwach, also. Das sind so mittelmäßig. 1,56 ist mittelmäßig. Ja, ja. Nee, das ist groß. Sie müssen sich mal mit den Genen auseinandersetzen. So, dann fange ich mal mit der ersten Frage an. Sagen wir mal, ihr seid eine zivile Gruppe, okay? Du und deine Freunde, ihr wollt einen Bankraub machen. Zu wie viel dürft ihr maximal agieren? Zu 5. Sicher? Nein, aber das habe ich ja leider vergessen und nicht mehr im Kopf. Sagen wir mal, du tötest eine Person. Ja. Die liegt auf dem Boden. Darfst du die auf dem Boden abziehen oder nicht? Ich würde sagen, nein. Und sagen wir, du tötest einen Staatsbeamten. Der liegt auf dem Boden. Was darfst du ihn abziehen? Alles, was nicht seine Staatssachen sind, weißt du? Also sein Taser nicht und seine Waffe eventuell nicht die Kleidung oder so vom Körper reißen und sich drauflegen. Ich stell dir noch 2 Fragen. Digga, ich hasse diesen Mann ein bisschen. Gibt es sowas wie einen Schlusscall bei uns? Ja. Wie lange geht der? 25 Sekunden. Dann sehe ich noch eine Frage. Gibt es sowas wie eine Drittpartei bei uns oder ist das verboten oder gibt es gar nicht bei uns? Es gibt sie. Man in irgendwelchen Umständen da eingreifen oder nicht? Darf sie gar nicht. Bleistiftkopf. Okay, ich muss mich ganz kurz mit meinen Kollegen absprechen und dann Natürlich. Sowas wie, ne? Ich bleibe hier. Also, ich habe mich jetzt kurz mit meinen Kollegen abgesprochen. Wir sind im Entschluss dazu gekommen, dass du die Einreise leider nicht geschafft hast. Oh fuck, wie gemein! Trolling? Mein Arsch. Ich geh mal Storytime. Ich steck mein Storytime in die Story rein, weil das ist meine Storytime. Da kommt schon direkt jemand, das finde ich schön. Oh, ich brauche eine Sekunde. Dankeschön. Entschuldigung, meine Freunde und meine Helfer. Wollt ihr eventuell mich mitnehmen zum Würfelpack oder so? Kollege!
noch meine Freunde, meine Helfer. Könnt ihr mich eventuell zum Würfelpark mitnehmen? Sind ihr Dachs und... Ja, geil. Ich bin in der Mitte von zwei Jungs, das ist mein Lebenstraum. Meiner nicht, aber naja, wenn es deiner ist. Dankeschön, Jungs, ich küsse euer Herz. Jungs, hat einer von euch eine Angel übrig? Ja. Kannst du mir eine geben? Ich würde auch ein bisschen angeln. Ja, sofort. Sie nennen mich den König des Fisches, wissen Sie? Ja, dann kriegst du keine Angel. Wieso? Weil ich dir sonst den ganzen Fisch wegschnappe. Hier, Kollege, wir sind beide Fukuhila-Brüder. Alter, geschießt ihn da wieder. Gab ich einen Dorn. Okay, wir waren nie Brüder, Digga. Wir waren nie Brüder. Du sprichst bayerisch, ich kotz gleich. Siehst du, da hat sich schon wieder einer verpisst wegen dir. Seh fix, Mensch! Du geschissener, Alter. Mach dich ab jetzt hier, Alter. Bevor ich mich vergesse. Ja, gegen Ende hast du ein bisschen reingeschissen mit dem Akzent, will ich nicht lügen. Sieh mich mal an, Kollege. Okay, f*** dich. Wenn du das so machst, dann angelst du jetzt mich. Angel mich! So, Kollege, jetzt siehst du mich mal an, ja? Der Himmel ist aber ganz schön, finde ich heute. Will angeln und schaut in den Himmel, Digga. Hat einer von euch zufälligerweise eine Angel? Ich bin zu arm, mir eine zu holen. Geh anschaffen, Digga, wenn du zu arm bist. Oh, was willst du jetzt mit mir hier? Dein Kopf ist zu klein für die Cappy. Zu wenig Brain-Inhalt. Ich glaube, du redest den falschen Mann. Ach so, sorry, kann ich nicht immer erkennen. Ach so, du bist ja den Schwanz von den Bayern lutscht. Ich glaube, ich bringe dich gleich dazu, dass du meinen Schwanz lutscht. Ich beklau deine Familie, sprich weiter. Digga, bist du ein Schwanz? Mit Schwänzen kennst du dich aus. Voll mit den kleinen. Affe, Alter. Ich geb dir gleich Affe, du Rassist. Was willst du von meinen Klöten? Du hast meinen Drip geklaut und verdienst ihn nicht. Was für ein Drip? Sieh, dein Drip ist noch nicht. Mein Drip, der schlechten Leute ausreinigt und von hier entfernt. Hier ist nur noch du. Geil. Hey, Kollege, komm, bleib hier. Wir waren doch so gute Freunde. Wir sowieso schneller als du. Das glaube ich eher weniger. Ja, komm doch. Ja, komm, du hast fette McDonalds-Beine. Komm, lass uns zur Garage. Ja, laufen. Da kennt sich wenig aus. Ah, oh, scheiße, schnell. Okay, ich brauche einen neuen. Scheiß auf die. Der ist beim Geldautomaten. Ich verlange dein ganzes Geld. Nee. Hallo? Jo, bitte. Also ich hätte gerne 2000 für eine Angel, weil ich muss hier ein Jungunternehmen aufbauen. Das war alles nur ein Prank, ja. Also, so ein ganz witziger, ne? Dankeschön. Ja, ich bin übertrieben lustig, sagen viele. Kein Problem, ich feier das. Ich feier das auch. Ich küsse ihr Herz. Oi! Erwin. Hippie. Entschuldigung, Sir, haben Sie ein Auto für mich? Weil ich sehe hier in Ihren Schuhdrip. Das ist eindeutig der Schuhdrip eines Reichen. Alter, das ist ein Standardoutfit. Sir, Sie tragen Crocs. Ich glaube, neidischer hätte ich nicht sein können, hallo? Und haben die SpongeBob drauf, Digga? Nein. Ich sterbe gleich. Sorry, das war gerade eben, weil ich gestorben bin, weil ihr Drip wirklich unglaublich krass ist. Also, haben Sie ein kleines Autochen für mich? Ja, steig auf. Alles klar. Dankeschön. Haben Sie wirklich ein Auto? Ja, natürlich. Wow, dicke Karre. Dankeschön, der Herr. Soll ich irgendwas geben dafür? Nö, einfach nicht kaputt machen, im Endeffekt kriegst du ja wieder. Dankeschön, ich passe darauf aus, als wäre es mein linker Hoden. Ah! Was eine hässliche Karre. Und, wie angelst du dich so? Das ist ja eine schöne Antwort. Und es ist ein ganz schön guter Fang heute, oder? Ja, klar. Haben Sie zufälligerweise noch eine zweite Angel bei sich, so, keine Ahnung, von Ihrem Freund oder so? Nee, wie viel hast du denn dabei? Ich könnte dir noch irgendwie 1,2k geben. Das ist leider nicht ganz reich. Ich habe leider nur 250. Wissen Sie, ich probiere momentan meine Rap-Künste. Wollen Sie eventuell ein kleines Stück davon hören? Okay, hau mal raus. Was sagen Sie? Das war mein erstes Lied, Bitch Boy, ne? Wunderschön. Hat mir tatsächlich Kanye West empfohlen. Ich soll am Ende irgendwie noch so ein Whoopity-Scoop, Poopity-Poop und so alles reinfügen, hat er gesagt, aber fand ich irgendwie nicht gut. Das hat er dann aber irgendwie benutzt. So, kann man sich mal auf ein Käffchen treffen oder sowas? Klar kann man sich mal so treffen, ja. Also haben Sie irgendwie so keinen Freund oder so? Ich bin seit gestern Nacht hier, also, nee. Dann habe ich jegliches Interesse an dir verloren. Auf Wiedersehen. Hallo, wie geht's Ihnen denn so? Haben Sie einen Freund? Nein, ich habe einen Ehemann. Wie lange? Eine Weile. Ja, aber nicht lange genug, dass ich offen für was Neues werden, oder? Ja, das stimmt, aber ich bin auch mit ihm hier zusammen. Jungs, ich pause hier mal ganz kurz, aber ist sie für die Straße? Kommentiert mal, ob sie für die Straße ist, weil sie hat einen Freund und sie sagt, ja, das stimmt. Ist sie für die Straße? Gurke. Aber würdest du, wenn du nicht mit ihm zusammen wärst? Nein. Warum denn nicht? Weil ich dich komisch finde. Du findest mich doch sexy, gib's zu, oder? Zitterst ja schon bei meinem Ankommen. Nein, eigentlich nicht. Du hast dich doch extra nur für mich so hübsch gemacht, gib's zu. Oh. Komm schon, stell dich nicht so an, sei mal nicht so eine... Ja, kannst du mich mal in Ruhe lassen oder so? Und so eine ganz weirder. Du bist eine ganz weirder. Jetzt zeig mal ein bisschen irgendwas. Dreh dich oder sowas. Keine Ahnung, spring für mich, mach einen Rückwärtssalto. Bist du irgendwie high oder so? Komm schon, nur ruhig für mich. Komm, spring ins Wasser. Show these like a melody in my head. Okay, ich mach dir einen Vorschlag. Ich schreib dir auf dieses Blatt Papier meine Nummer. Ne, danke. Nee, auf jeden Fall nicht. Ja, aber dann muss ich einfach deinen Freund wahrscheinlich verprügeln. Sorry, Ehemann. Ich mach einen Anruf, 10 Leute kommen.
Ja, wenn du so eine eiskalte Bitch bist, dann weiß ich gar nicht mehr, ob ich dich noch möchte. Kannst du mal deine Schnauze halten? Jetzt gehst du mir gerade schon ein bisschen auf die Nerven. Oh, show, die tun wir doch auch, aber wir können das beide einfach zusammen lösen. Komm schon. Nee, danke. Aber du willst doch nicht genauso angeln. Willst es, aber irgendwie kannst du nicht. Ich glaube, dein Ehemann hält dich ein bisschen gefangen. Okay, interessante Theorie. Ich weiß, ich fühle mich bei ihm unsicher. Ich glaube, ich kann dir diese Sicherheit geben, Shorty. Ja, ist gut. Ich kann mich sehr gut selbst beschützen. Oh, das glaube ich nicht. Stell dir vor, hier könnten 10 Leute kommen und einfach dich festnehmen. Da könnte dein Freund nichts machen. Dein Freund ist schwach oder nichts. Kannst du mich jetzt in Ruhe lassen und irgendjemand anderen belästigen? Die Dame, ich belästige niemanden. Doch, ich fühle mich schon belästigt. Es ist mir egal, wie du dich fühlst. Frauen wollen runtergemacht werden. Nee, auf jeden Fall nicht. Ja, natürlich, warum bist du sonst mit dem Arsch von deinem Freund zusammen, hallo? Merkst du eigentlich sehr, wie viel Scheiße du laberst? Merkst du eigentlich, wie er dich misshandelt? Du bist weird. Ja, du wirst geschlagen. Du wirst gezeugt, moist. Ich weiß gar nicht. Ich sehe noch die blauen Flecke an deinem Körper, Shorty. Okay, also ich sehe keine blauen Flecke. Der ganze rechte Arm ist voll mit blauen Flecken. Da sind einfach nur Tattoos drin. Ja, das sagen sie alle. Alle Frauen wollen nicht zugeben, dass ihr Mann sie schlägt. Okay, mein Freund schlägt mich nicht. Was für ein schwacher Freund schlägt seine Frau nicht. Was? Nee, du nuschelst eigentlich viel zu sehr. Ja, halt mir die Fresse, das liegt daran, dass ich gerade immer beschäftigt bin, weißt du, ich überlege, wie ich deinen Freund ausschalte. Ah, aha, interessant. Weißt du, wenn ich will, mache ich dir eine Jacke aus Dachsfell. Das ist ja ekelhaft. Nein, das würdest du genauso wollen, weil du so eine Stube bist. Auf jeden Fall nicht. Dieser Typ, der dich misshandelt, hätte ich sein können, kleine Bitch. Ah! Wenn euch das Ganze gefallen hat, nicht gerne vergessen, ein Like oder ein Abo dazu lassen, Jungs, ich bin eure Gurke. Ja, lass ein Like da, sonst akzeptiere ich euch nicht in meiner Familie. Ich liebe dein Tanktop. Fuck, Henny, Digga, du bist einfach super hot. Ich liebe dein Tanktop. Digga, du bist halt doch einfach mein Daddy. Ich bin ready. Ja, du bist so süß, so wie Honey. Ja, du hast das Money. Ja, du hast das Money. Ja, für dich bin ich sogar deine Shorty, ja.